20 Jahre Mauerfall, nicht nur ein großes Berliner Thema, sondern natürlich auch ein internationales Thema. Dem werden wir gerecht durch drei Höhepunkte in diesem Jahr. Einerseits die Ereignisse der friedlichen Revolution von 89-90, wo wir auf dem Alexanderplatz in Form einer großen Open-Air-Ausstellung an die Ereignisse erinnern. Das zweite Thema ist die Stadt selber. Die Stadt hat sich wie kaum eine andere Stadt in dieser Welt in den letzten 20 Jahren so rasant verändert. Durch verschiedene Projekte und Ausstellungen an verschiedenen Orten wie dem Potsdamer Platz oder dem Hauptbahnhof wollen wir an die Weiterentwicklung dieser Stadt stellvertretend erinnern. Den großen und ultimativen Höhepunkt stellt natürlich das Fest der Freiheit am 9. November, am 20. Jahrestag des Mauerfalls hier am Brandenburger Tor dar. Auf dem Alexanderplatz versammelten sich am 4. November 1989 über 1 Million DDR-Bürger, um für die Freiheit zu kämpfen. Es war die größte Demonstration in der Geschichte der DDR. Nichts liegt näher als das, genau hier an diesen Ort, an den authentischen Ort, 20 Jahre später wieder zurückzukehren, um gemeinsam mit der Robert-Havemann-Gesellschaft die gesamten Ereignisse von 89-90 aufzuarbeiten und einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Ausstellung ist rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, kostenfrei zu erleben. Und die Möglichkeit besteht eben noch bis zum 14. November zum Alexanderplatz zu kommen und in die jüngste Geschichte einzutauchen. Am 9. November diesen Jahres, dem 20. Jahrestag des Mauerfalls, werden wir hier am Brandenburger Tor das große Fest der Freiheit feiern. Es werden rund 1000 überdimensioniert große Dominosteine den Verlauf der ehemaligen Mauer vom Potsdamer Platz über das Brandenburger Tor bis zum Reichstag markieren. Diese Steine sind in vielen, vielen Aktionen mit vielen Tausenden von jungen Menschen in den letzten Monaten entstanden, in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Jeder Stein erzählt eine eigene Geschichte. Es wird eine Art von großer Dominogalerie auch schon in den Vortagen des 9. November zu erleben sein. Das Fest selbst beginnt hier um 19 Uhr mit einem großen Konzert der Berliner Staatskapelle und Daniel Barenboim auf dem Pariser Platz. Gleich im Anschluss, live vom ZDF übertragen, wird es zum Fall der überdimensionierten Dominosteine entlang des ehemaligen Mauerverlaufs hier am Brandenburger Tor kommen. Die Demonstranten der friedlichen Revolution von 89 werden genauso mit dabei sein wie die politischen Zeitzeugen Hans-Dietrich Genscher oder Michael Gorbatschow. Es werden zahlreiche Staatsgäste erwartet und besonders freuen wir uns, dass auch viele Friedensnobelpreisträger wie Muhammad Yunus, Kofi Annan oder auch Lech Wałęsa mit dabei sein werden, um gemeinsam an die Ereignisse von 89-90, an den Fall der Mauer, an diesem Abend in Berlin zu erinnern.